Was meinen Sie auf die Reaktion vom Erzbistum auf die Vorwürfe bezug vom Gloria TV? Weißt, für mich ist es eigentlich egal, was das Erzbistum macht. Und für mich ist auch egal, was der Bischof macht und was seine Pfarrer machen. Ich bin überhaupt nicht interessiert an dieser Auseinandersetzung. Ich finde, Kirche und der Staat sollten sich trennen. Das ist ja auf gutem Weg. Und im Übrigen sollen die einen machen, was sie wollen, und die anderen das, was sie wollen. Ich finde die ganze Sache einfach nicht so gut. Also, ich kenne mich nicht so genau aus. Ich habe es nur am Rand mitverfolgt, aber ich finde es nicht gut, dass man da Gott weiß, wen er holt ins Land und eine ganz Erzkonservative. Finde ich nicht gut. Also keine Ahnung, ich finde es halt nicht gut und so, was sie nicht machen und so. Was meinen Sie, was müsste der Erzbistum machen mit so einem Priester, der mit Nazi-Parole um sich schmeißt? Ja, das kann ich auch nicht sagen, ich bin nicht der Erzbischof. Er soll selbst wissen, was er machen muss, und wenn er das macht, was alle erwarten, ist es richtig, und wenn er das nicht macht, was alle erwarten, ist es falsch. Ich weiß nicht, was ich persönlich, mich stört das nicht, was er tut, und wie ihr seht, mein Interesse ist sehr, sehr gering an dieser ganzen Geschichte. Ich finde es halt nicht gut, und ja, ich würde so an den Tag gleich rauswerfen oder irgendwie demonstrieren oder so, halt irgendwie auf die Art oder so. Ja, er muss ihn auf jeden Fall zur Rede stellen, und das kann man einfach nicht sehen lassen, nicht ungestraft. Was man gerade mit so einem Ebert macht, das weiß ich nicht, aber man muss es auf jeden Fall, kann man es nicht durchlassen. So geht doch das nicht. Wie soll die Politik auf das reagieren? Hart? Ja, sie müssen es auf jeden Fall im Auge behalten, dass das nicht ausufert. Ja, Politik hat natürlich Mittel, zum einen gewissen Einfluss auszuüben auf die Kirche, aufs Erzbistum. Aber ich weiß es auch nicht, wie wichtig das ist in einer Phase, wo man die Trennung von Kirche und Staat anstrebt, ob man da noch sich besonders intensiv mit einer Nebensächlichkeit, aus meiner Sicht, ich meine nicht den Nazi-Zeichen von dem Pfarrer, aber grundsätzlich da so ein Theater draus machen, finde ich eigentlich ziemlich schade und überflüssig in der heutigen Zeit.